Hand in Hand packen in Freiburg am Samstag Firmenbosse, Sportclubfans und Narren mit an, um einen Karton mit Hilfsgütern nach dem nächsten für den großen Transport klarzumachen. Das Aktionsbündnis Ukraine bereitet gerade einen der bisher größten professionell organisierten Hilfskonvois aus Baden für die Menschen in der Ukraine vor, die mit dem Krieg teils vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Wir haben gemeinsam eine Riesenaktion auf die Beine gestellt. Wir haben jetzt insgesamt knapp 52.000 Euro Geldspenden gesammelt. Ein Riesenanteil hat da unser Lieblingsverein, der SC Freiburg, mit der Bechersammelaktion. Und wir haben natürlich auch ganz viele Geldspenden auf unser Spendenkonto bekommen und Sachspenden und liegen jetzt in etwa bei einem Wert von knapp 200.000 Euro. Und dafür ist ordentlich was zusammengekommen. Verbandsmaterial, Lebensmittel, Hygieneartikel, aber auch außergewöhnliche Dinge wie gespendete Hochleistungsdieselaggregate oder sogar ein Narkosefeldlazarett stehen bereit. Also wir sortieren alles vor, weil wir ja durch unsere Erfahrungen vor Ort, Frank Straßburg ist ja unser Mann vor Ort an der polnisch-ukrainischen Grenze, war schon ein paar Mal da. Wir wissen genau, wie vor Ort sortiert wird und wollen die Arbeit deshalb so gering wie möglich halten. Wir fahren jetzt heute, nachdem wir gepackt haben, am Donnerstag Richtung polnische-ukrainische Grenze in ein Verteillager und haben bereits die Waren so vorsortiert heute, dass sie da direkt reinkommen und auch direkt weiter transportiert werden können. Schnelle Hilfe ist gefragt. Aber auch die will richtig koordiniert sein und muss so unkompliziert wie möglich ablaufen. Gerade jetzt, wo der Krieg auch langsam Freiburgs Partnerstadt Lemberg und damit den Westen der Ukraine erreicht. Wir hatten am Anfang tatsächlich überlegt, ob wir bis Lemberg fahren könnten. Das ist aber aufgrund der Sicherheitslage einfach jetzt nicht mehr möglich. Aber wir wissen, die polnischen Hilfskräfte vor Ort sind so toll organisiert, die reißen einem die Ware praktisch aus der Hand und liefern sie direkt dann in die Ukraine, sodass da nichts lang eingelagert bleibt. Und dann ist das für uns auch völlig in Ordnung. Alle Infos zur humanitären Hilfe des Aktionsbündnis Ukraine aus Freiburg, wie auch Sie dort mithelfen können und was noch alles gebraucht wird, Sie finden es auf unserem Nothilfeportal baden.help.